Kennt ihr diese Typen in der Schule, die immer alles besser wissen wollen? Diese scheiß Klugscheißer? Wisst ihr, wen ich meine? Richtig, Lehrer! Fakt ist, die meisten Lehrer, nämlich 95%, geben an, ihren Job zu mögen. Das ist ja wohl total klar. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, was willst du bitte schon antworten, wenn dich dein Chef fragt? Pinguine haben keine Knie, nein. Fakt ist, 13.500 Unterrichtsstunden fallen täglich aus, weil ein Lehrer krank ist und sie nicht von ihren Kollegen vertreten werden können, weil wir zu wenig Lehrer haben. Schon mal scheiße, dass ich nie in der Klasse bin, wo irgendwas ausfällt. Aber komischerweise sind es immer dieselben Lehrer, die für 2 Wochen krank sind, weil sie sich auf brutalste Weise ein Haar ausgerissen haben oder weil sie sich das Ohrläppchen gebrochen haben. Aber uns Schüler auslachen oder mobben, weil wir 3 Tage wegen einer Operation am offenen Herzen nicht in der Schule waren. Und jetzt kommt uns nicht mit Lehrerin auch nur Menschen. Nein! Denn wir haben eine Theorie. Wir nennen sie die Smack und Tomek Theorie. Wahnsinnig kreativ, die beiden. Es gibt eine geheime Organisation, die Lehrer auslöscht. Deshalb gibt es nämlich auch nur noch so wenig von ihnen. Denkt mal drüber nach.